Hallo bei Cargo bei Klavers. Ich bin Jan von Rennrad News und wieso stehe ich hier? Weil hier ein Lastenrennrad vor mir steht und zwar eins, das sich gewaschen hat. Das Manic Insane und es soll ungefähr 16 Kilo wiegen, komplett aus Carbon und ich teste das sozusagen als Rennrad, denn ich bin hier am Sender Langenberg. Das ist der mythische Rennradberg hier in der Region. Alle Leute, die wissen wollen, wie schnell sie mit dem Rennrad Berge hochfahren können, kommen hier hin, um sich an dem Berg zu messen. Und ich bin mit dem Manic Insane hier hingekommen, um mich an dem Berg zu messen. Ja, zur Einschätzung vielleicht, ich leiste so 240 Watt an der RNS. Das sagt vielleicht Cargo-Bike-Fans nicht so viel, aber Rennradfahrern sagt das was. Und das ist so mittlere Leistungsklasse im Hobbybereich. Und um es mir noch ein bisschen schwerer zu machen, habe ich hier noch eine Box draufgepackt. Und wir werden gleich das Radio anschalten und das Radio zum Sender bringen. Und die Box wiegt so 19 Kilo. Und wir laden euch ein, mit eurem Cargo-Bike zum Sender zu kommen, es uns gleich zu tun und den Sender Langenberg mit dem Cargo-Bike Strava-Segment zu testen. Ob ihr mich schlagen könnt, ist nicht so schwer, sage ich mal, aber wir wollen jetzt erstmal eine Benchmark setzen. Die schnellste Zeit an diesem Berg hat übrigens Nils Pollitt erzielt. Bei der Deutschland-Tour im letzten Jahr kam er hier hoch, hier steht sein Name, und 28 km/h ist er hier hochgefahren. Im Schnitt in 3 Minuten 12 war er oben. Ich werde sicherlich viel länger brauchen. Nachdem ich hier hochgefahren bin, werde ich euch sagen, wie es war. Und dann gibt es auch noch ein paar Fakten zum Rad. Ja, und wenn ihr mitmachen wollt bei Schlag den Jan auf dem Maniac, dann geht es hier an dieser Ampel los oder gegenüber an der Ampel. Und da geht es in den Berg rein und ich gebe alles. Los am Anfang mit 460 Watt und dann ist es aber immer weiter runtergegangen, meine Atmung immer schneller geworden, aber das Rad habe ich mich jetzt innerhalb von einer Stunde im Prinzip daran gewöhnt, das sogar mit der Last im Wiegetritt zu fahren. Ja, das war interessant, weil das habe ich auch gebraucht nachher, den Wiegetritt. Hier ist eine GRX-Übersetzung dran mit 36 zu 42, wenn ich es richtig erinnere. Das sind 1,8 Meter Entfaltung. Mit den 26 Zoll Hinterrad und Radio, Wortbeiträge sind auch nicht gerade eine Hilfe. Also im Abfeld ist das super, überhaupt kein Problem. Und ihr seht ja, die baut ziemlich hoch. Die könnte auch so ein bisschen Schwingungen in den Rahmen bringen, im Wiegetritt gerade. Da schwankt man ja so ein bisschen, aber das ist gar nicht der Fall. Also bei so niedrigen Geschwindigkeiten überhaupt kein Problem. In der Abfahrt hatte ich jetzt ein bisschen Aufschwingen, aber das hat der Rahmen auch pariert. Oder ich am Lenker. Und das ging. Ich denke mal, dass man müsste da die Ladung doch ein bisschen besser befestigen, um das richtig zu testen. Das machen wir noch. Ich bin oben, der Puls hat sich ein bisschen beruhigt, die Atmung auch. Der Lastenrad-Benchmark ist gesetzt. 268 Watt Durchschnittsleistung habe ich erzielt. Das hat gereicht für eine Zeit von 8,39. Das ist ungefähr 3 Minuten langsamer, als ich sonst mit dem Rennrad hier hochfahre. Also 8 Minuten 39, die Zeit, die es zu schlagen gilt. Wenn ihr mit eurem Lastenrad hier nach Velbert Langenberg zum Sender Langenberg kommen wollt. Und jetzt gibt es noch ein bisschen was zum Rad. So, wenn ihr Kurven anbremst, habt ihr nicht besonders viel Gewicht auf dem Vorderrad. Dann müsst ihr schon, fahrt ihr eigentlich sogar besser mit Ladung. Sonst kann es euch schon mal das Vorderrad so ein bisschen verschieben. So, ich bin jetzt einmal den Sender auch runtergefahren, denn zum Rauffahren gehört immer auch das Runterfahren und diesmal ohne Last. Und ja,
was soll ich sagen, wie ein Rennrad fährt es natürlich nicht bergab. Also die Lenkung ist schon jetzt nicht ganz so ruhig. Ihr müsst da wirklich mit sensibler Hand die Kurven angehen. Aber man kann schon auch sportlich fahren. Also ich würde sagen, wenn man sich so einen Tag dran gewöhnt hat, an die Übersetzung der Lenkung, die ist eigentlich fast 1:1. Also das Rad folgt ziemlich genau dem Lenkeinschlag. Ich fahre jetzt übrigens wieder hoch und deswegen bin ich so ein bisschen außer Atem. Ja, dann sollte das auch in der Abfahrt richtig Spaß machen, denke ich. Okay, ich habe einiges über das Rad gelernt. Also es entsteht in Darmstadt, ist immer eine Custom-Anfertigung, kompletter Carbonrahmen. An diesem Rad, wie ich es hier gerade den Berg hochgefahren habe, ist auch eine Carbon-Ladefläche dran. 16 Kilo, habe ich ja schon gesagt, wiegt's. Eine Besonderheit ist, dass es eine Seilzuglenkung hat. Das heißt, die Lenkung ist ziemlich direkt. Und das war auch eine Sache, an die ich mich richtig schnell gewöhnt habe. Also ich würde sagen, so nach 6 Minuten hatte ich das Lenkverhalten des Rades drin. Man kann es auf so einer Straße wie hier einfach wenden, wenn man die Ladung nicht so hoch montiert, wie wir es gerade gemacht haben. Dann gibt es Konflikte. Aber das sollte man normalerweise auch nicht tun. Stichwort Custom-Fertigung. Mich hat besonders die Farbe von diesem Rad begeistert. Sieht so ein bisschen aus wie eine Sportwagenlackierung. Ihr könnt die Farben aber natürlich auch frei wählen in der Custom-Fertigung. Jedes Rad ist ja eine Einzelanfertigung dann. Und wenn diese Farbe so in der Sonne steht, jetzt ist es gerade ein bisschen bewölkt, dann schimmert die so und glitzert. Und das Rad sieht auch schon im Stand richtig schnell aus. Und es lässt sich auch richtig schnell fahren. Also wenn man es ohne diese Soundbox fährt, dann fährt es eigentlich jetzt vom Antritt her wie ein fast normales Rad, natürlich nicht wie ein Rennrad, das ist ungefähr so schwer wie 2 Rennräder, kann man sagen. Ein modernes Rennrad wiegt so ungefähr 8 Kilo heutzutage mit Scheibenbremsen. Das Rad hat natürlich auch Scheibenbremsen, 180 mm vorne und 180 mm hinten. Und damit lässt es sich hier zumindest am Sender mit maximal 10% Steigung und diesen 20 Kilo Ladung super leicht stoppen. Also das war überhaupt kein Thema. Und laden kann es insgesamt bis zu 80 Kilo und das ist natürlich für so einen Carbonrahmen richtig viel, finde ich. Und wenn ihr so Lastenradoptiken gewöhnt seid mit so richtig massiven Streben vorne, dann sieht dieses Rad ja hier vergleichsweise filigran aus. Für einen Rennradfahrer sieht es noch relativ bullig aus, aber für Cargo-Bike-Verhältnisse ist es relativ filigran, aber beim Fahren ist es genau das Gegenteil. Also es wirkt überhaupt nicht filigran, sondern richtig steif. Auch mit dieser Last. Aber ohne Last fährt es eigentlich von der Steifigkeit her wie ein richtiges Rennrad. Und auch die Sitzposition ist mit diesem Lenker natürlich wie auf dem Rennrad. Ihr müsst das aber nicht so fahren, denn es gibt auch Versionen mit geradem Lenker. Wie gesagt, ist ja ein Custom-Aufbau. Ja, und auf den ersten Blick hat mir auch die Fertigungsqualität richtig gut gefallen. Wie gesagt, gefertigt in Deutschland, das allein ist ja schon viel wert. Und zum Beispiel hat es ein BSA-Innenlager, also servicefreundlich, aber auch wie die Schrauben hier in den Hinterbau eingelassen sind, wie die ganzen Rohrübergänge gestaltet sind, wie satt die Sattelstütze hier in dem Sitzrohr sitzt. Also das ist wirklich richtig solide verarbeitet, aber eben auch super leicht. Also wenn ihr ein Rad für ein Cargo-Bike-Race sucht, was ja letztens zum Beispiel bei der Velo Berlin 1 stattgefunden hat, dann wäre so ein Rad genau das Richtige natürlich. Also Julian hat noch keins gesehen. Ich bin mir sicher, es wird irgendwann eins aufkreuzen. Ist wirklich unglaublich agil. Ich bin dankbar, dass ich das mit dem Julian zusammen hier machen konnte. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst natürlich gerne einen Daumen dafür, Cargo Bike Lovers. Wir werden das Rad auch testen für Nims Rad. Wann genau, weiß ich noch nicht. Schaut auf jeden Fall mal da auch vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ey, 268 Watt Schnitt. Weißt du, wie schlecht das ist?